Mein Name ist Lea Ambrosius, ich bin 20 Jahre. Beruflich bin ich Volleyballerin beim SSC Palmberg Schwerin. Ich bin auf das Fernschwimmen an der Wings gekommen, da sie ja Partner unseres Vereins sind und bin auch mit ein paar Leuten vom Verein die Studiengänge durchgegangen und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Wirtschaftsrecht so am besten zu mir passt. Meine Motivation für ein Fernstudium war, dass ich einfach schon für die Zukunft etwas haben möchte. Es kann immer mal irgendwas passieren, sei es eine Verletzung. Man braucht einfach eine Variante, die man neben dem Sport hat. Und da habe ich mich natürlich für ein Fernstudium bei der Wings entschieden, weil die gerne mit Leistungssportlern zusammenarbeiten und das auch so gut wie möglich für uns gestalten. Also für mich ist die Kombination Sport und Bildung sehr, sehr wichtig. Meine Erwartungen sind auf jeden Fall, dass ich flexibel bin neben dem Sport, dass ich, egal welchem Standort ich gerade habe, weiter studieren kann oder wenn ich mit der Nationalmannschaft im Ausland bin, dass ich auch da ab und zu die Möglichkeit habe, weiterzumachen. Und da erhoffe ich mir natürlich, dass die Wings mich bestmöglich unterstützt, auch wenn ich mal einen Wettkampf habe, dass ich da die Möglichkeit habe, im Studium zurückzustecken und auch im Volleyball den Fokus zu lassen. Volleyball ist ja mehr oder weniger ein Hobby, das man zum Beruf macht. Und die Zeit geht irgendwann vorbei und dann sollte man die Zeit aber auch neben dem Volleyball noch versuchen zu nutzen. In 10 Jahren bin ich ja dann 30 und ich denke, da ist es mit der Volleyballkarriere dann auch schon so am Ende. Und da hoffe ich natürlich, dass ich dann ins Berufsleben einsteige und da neue Herausforderungen suche.